im Herzen Würzburgs leben und arbeiten die Schwestern des Erlösers, auch Ebracher Schwestern genannt, und das schon seit mehr als 100 Jahren. Sie kümmern sich um die Schwächsten der Gesellschaft, pflegen Kranke und speisen Arme. Heute gedenken sie zusammen mit Pater Heribert Niederschlag einer Mitschwester, die bis zu ihrem Tod im Jahr 1966 auch hier lebte und wirkte, Julita Ritz. Sie wird möglicherweise selig gesprochen, und der für das Verfahren Verantwortliche in Deutschland ist seit 1995 Pater Niederschlag. Sie war schon begabt. Sie ist in Üssigheim, also in Wertheim, gar nicht so weit weg von hier, zur Welt gekommen. Und die Familie zog dann nach Veitshöchheim. Und sie hat aber schon als Fünfjährige, das ist auch ein Phänomen, das sehr schwer zu erklären ist, eine ganz tiefe Gottesbeziehung in sich empfunden und wollte irgendwohin, wo dieses religiöse Leben auch gepflegt werden könnte. Und das fand sie in einer Gemeinschaft, die noch gar nicht so lange existierte. Das war eben hier bei den Erlöserschwestern in Würzburg. Erst arbeitete sie als Lehrerin, wo sie einige Rückschläge hinnehmen musste, bis die Nationalsozialisten die Schule 1940 schlossen. Sie wechselte an die Klosterpforte. Hierher, wo heute Schwester Ingetraut ihren Dienst erfüllt. Schwester Julita öffnete an diesem Platz nicht nur Türen, sondern auch die Herzen der Menschen. Und dort in diesen ungeheuren Flüchtlingsströmen, die Würzburg so überschwemmt haben, da hatte sie eine ungewöhnliche Begabung, denen das zu vermitteln, was sie gerade brauchten. Und die haben sich nur gewundert, etwa wenn sie auch Päckchen brachte für die damalige, wie man so sagte, sowjetische Besatzungszone. Die waren völlig überrascht, dass genau das in dem Päckchen war, was sie brauchten, was schwer zu besorgen war. In ihrem normalen alltäglichen Pfortendienst hatte sie ein Empfinden, was wie ein Geschenk wirkte, dass genau das weitergegeben wird, was die Menschen dann innerlich aufleben ließ. Diese Fähigkeit und ihre Schriften, die sie als spirituell begabte Mystikerin auszeichnen, fasziniert noch heute ihre Verehrer und lässt viele daran glauben, dass ihnen Schwester Julita auch über ihren Tod hinaus helfen kann, wenn sie sie ins Gebet mit einbeziehen. Ich glaube, in manchen Situationen braucht der Mensch andere, weil man allein die Kraft nicht hat. Und dafür sind Menschen einander auch gegeben. Man sagt doch auch manchmal, Mensch, du kommst jetzt gerade wie ein Engel vorbei. Mit Engeln können ja auch manche was anfangen oder auch nicht. Und so ist es, glaube ich, bei Seligen oder Heiligen auch. Einfach zu spüren, ey, da braucht doch ein bisschen Unterstützung von da, wo ich alleine auf der Strecke bleibe vielleicht. Viele Briefe mit sogenannten Gebetsanhörungen erreichen Generaloberin Monika. Die Schriften werden alle gesammelt, denn was zu einer Seligsprechung vorgeschrieben ist, ist ein Wunder. Oder der Märtyrertod, was für Schwester Julita nicht zutrifft, starb sie doch im Alter von 84 Jahren eines natürlichen Todes, einige Meter entfernt von ihrem jahrzehntelangen Wirkungsort, der Pforte. Und nicht nur für uns, sondern ja, das geht ja über unsere Kongregation hinaus. Und dieser Seligsprechungsprozess ging ja auch nicht von der Kongregation aus, sondern eher von Menschen, die die Schwester Julita gekannt haben. Wir selber hätten das nicht auf den Weg gebracht. Denn ich denke, es ist ein, ja, für uns ist jetzt nicht die Seligsprechung das Wichtige, für uns ist unser Weg wichtig. Aber wenn Menschen da sind, die sagen, ja, sie haben sie gekannt, sie haben vieles durch sie an Gutem natürlich erfahren, die haben uns auf den Weg geschickt. Und jetzt gehen wir halt mit und gucken, dass, ja, wir sind offen und schauen, ob es geschieht oder nicht. Entscheidend ist es, ist nicht die Seligsprechung, sondern ich glaube, entscheidend ist das, was jeder Einzelne so mit Hingabe lebt. Sie ist für mich eine Frau,
Vor allem, was mir sympathisch war, dass sie ganz unscheinbar wirkte. Aber was sie an innerem Reichtum in sich trug, das ist faszinierend gewesen für mich. Und ich habe immer wieder auch die Brücke zu schlagen versucht zwischen unserem Verhalten im Alltag, also dem, was wir christlichen Lebensstil nennen, und der Spiritualität. Denn ich war davon überzeugt, wir brauchen eine besondere Geistigkeit, damit wir auch im Alltag, wenn es zu schwierigen Entscheidungen kommt, Kurs halten können. Schwester Julita Ritz gehört zu den Menschen, an denen sich andere orientieren und die den Alltag bis heute leichter machen. Und so wird sie jedes Jahr an ihrem Gedenktag gefeiert, ob offiziell selig oder nicht.